Und da sind alle Luftlaufen. Meter, 45 Runden. Da ist man schon eine ganze Ecke unterwegs. Circa 32 Minuten wird das Rennen etwa dauern. Demzufolge lässt man sich in der Anfangsphase des Rennens noch ein bisschen Zeit. Fällt man doch nicht allzu hoch. Ja, der eine oder andere hat sich vielleicht auch mal nicht eingelaufen. Er nutzt jetzt halt die ersten Runden hier mal ein bisschen locker zu laufen. Caroline Ziel, die hier in Führung ist, der eine der letzten hier, die aufgezählt wurde und dann von der vorletzten Position auf die erste Position gleich vor. Ja, für Deutschland hat sie jetzt am Start die Josie Hofmann und die Caroline Zielke. Die Jenny Peiske verzichtet auf ihren Start. Sie steht danach noch im Finale über die 500 Meter. Jetzt beide Deutschen in die Führung gegangen. Wobei die Caroline Zielke ganz vorne läuft. Aber die Größten standen, wie gesagt, die haben die Sandrin-Kaser Zelge und die Deborah Marchand aus Frankreich. Das sind sicherlich hier die zwei Top-Favoritinnen. Die Sportlerin mit der Nummer 117 und die Sportlerin mit der Nummer 127. Das sind hier die Favoritinnen. Alles noch dicht in Taiwan, lediglich die Löffel aus Kroatien hat hier schon ein paar Probleme, dem Tempo zu folgen. Die Amaroa Kikar. Aber es ist auch nicht mehr weit bis zur ersten Ausscheidung. Warning 1-2-1, Katharina Lobotna, Tschechische Republik. Warning for number 132, warning for Reka Terry, 132 Hungary, warning. Jetzt kommt die Glocke für die erste Ausscheidungsrunde. Now that's the bell for the first elimination lap. Still the Croatian girl in the back. And now also the British girls have problems to follow the pack. So, wir hoffen jetzt die Endführung an. Und jetzt kommt ganz vorne dabei die Holländerinnen. Und nun also die erste Ausscheidung und es ist dann demnach die Starterin aus Kroatien. Das ist mit der Nummer 120, die Anna Maria Peča. So, im Gegensatz zu dem Rennen vorher, wo es ja jede Runde eine Ausscheidung gab und dadurch keine Glocke mehr geläutet wurde, außer in der letzten Runde, gibt es jetzt in diesem Ausscheidungsrennen jede zweite Runde eine Ausscheidung und deshalb hören wir jede zweite Runde auch eine Glocke. Jetzt hier am Ende des Feldes die beiden Britinnen. Das heißt also vorne im Feld muss man noch nicht fangen, es sind noch zwei Sportlerinnen zurückgefallen. Das ist die Kirsten Pullen, die jetzt hier auf dem Weg zu ihrer letzten Runde ist. Ja.
Keine Ausscheidung jetzt, die 145 schon vorher rausgegangen. Keine Ausscheidung. Ja, die zweite Minute hier, das ist die Tiffany James, die muss jetzt hier noch drei Runden laufen. Aber sie gibt jetzt hier auch gerade das Rennen auf. Also würde ich auch in der nächsten Runde. 1-for-6 stops the race. Set 2, no elimination, kein Ausscheidung. So, there is no elimination now. And the 1C1 calling Zürich in Germany stop also the race. Next bell in 33. Next bell in 33. So, das gibt uns die Zeit noch ein bisschen zu schauen, wer hier jetzt im Rennen ganz vorne unterwegs ist. Und das ist wieder einmal die Josie Hoffmann, die jetzt hier gerade an die Spitze des Feldes gesetzt hat. Aber natürlich auch die Französin um Deborah Marcant hier nicht zu vergessen. Und natürlich Thornton Park, die zusammen mit ihren Kollegen mit Ellen van der Kessie jetzt hier nach vorne gegangen ist. Und sie haben auch noch eine dritte starke mit der Steen van Out aus Belgien, die hier ebenfalls immer gut dabei war vorne. So, also weiterhin keine Ausscheidung. Es gibt in der nächsten Runde dann die Glocke zur nächsten Runde. Zur nächsten Ausscheidungsrunde. Next lap, the bell to the next elimination. Jetzt sind die beiden Spanierinnen nach vorne gegangen. Die Isetsu Baba. Und die zweite Spanierin ist die Amaya Faber. Next lap elimination. Das Feld immer noch dicht geschlossen. Tempo noch gemäßigt hier. Auf der Gegner, Josie Hoffmann wieder nach vorne gegangen. Auf die zweite Position jetzt. Auf Platz 4 Vanessa Bittner, derzeit dahinter die beiden Italienerinnen. Und dahinter dann Deborah Marcant. Aus Frankreich. Jetzt kommt die erste Auszahlung wieder sehr laut. Und da hat der eine oder andere doch nicht so richtig gut aufgepasst. Sehr, sehr knapp. 1-2-5 Malle Maya Leroux. 1-2-5 von Franz. 1-2-5 France. Leroux, please stop the race. Leroux, France, please stop the race. France, Leroux, please stop the race.
LeRoux stops the race for Park. LeRoux stops the race. Thank you. You are out of the race, Sassy. Warning for 144. Warning for Izescu Baba, Spain. So, eine Runde weiter und das Rennen hat sich komplett gedreht. Die Italienerin jetzt nach vorne gegangen. Schauen wir ein bisschen weiter nach hinten. Und ich glaube, die Sportlerinnen haben jetzt nicht gerade gewusst, dass es keine Ausschaltung gibt. 1-3-2, Rekaterek Hanri. Rekaterek Hanri, 1-3-2, Rekaterek. Jawohl, danke schön. 1-1-5. Warning for 115, Vanessa Bittner. Warning for 129. Also warning for 129. And it's Josie Hoffmann. Vanessa Bittner and Josie Hoffmann, both warning. Noch 29 Sekunden, 29 laps to go. Next lap, there will be the next elimination. Also noch 28 Runden hier zu laufen, knapp die Hälfte haben wir hinter uns. Elimination. One, two, one, Katarina Novotná, Czech Republic. 1-2-1, Czech Republic, please stop the race. Noch 27 Runden, 27, jetzt zu go. Next lap, elimination. Und da muss jetzt auch die Deutsche Josie Hofmann aufpassen, die ja am Ende des Feldes sich befindet. Kämpft sich jetzt aber hier ein bisschen weiter nach vorn, aber da ist natürlich auch voll. Jeder will relativ weit vorn laufen im ersten Drittel des Feldes und dann kommt man da irgendwann nicht mehr durch. Jetzt ist im Gang Kelly Schaute, aber gleich die Warning, 1-4-1, Anna Oliveira. Warning, Anna Oliveira. Warning for 1-4-1, Oliveira, Portugal. 1-1-9, Belgien, Steve van Oute, Belgien. Steve van Oute, Belgien. Jetzt sind es gleich noch 25 Runden, 25 Runden zu go. Ja, und die Favoriten, die kommen jetzt hier langsam nach vorne. Die Bromacher auf der ersten Position, Stormlinkas auf Platz 2. Und Izescu Baber auf der dritten Position. Next lap elimination, next lap elimination.
Elimination. One, three, seven, eliminated by Fault. Kelly Schouten, eliminated by Fault. Kelly Schouten, Netherlands, eliminated by Fault. And we have two warnings, one for two warning and one, three, four warning. Warning Julia Lollobrigida and warning Amaya Pava. So, da musste Korte sich wieder rankämpfen. Sie dachte mir schon, sie ist ausgeschieden. Aber da wurde eine Läuferin rausgenommen, die in 4 Stunden hier ein Foul begangen hat und wurde dafür dann dementsprechend bestraft und deplatziert. Und das ist das, was dann hier im Referee Englisch Eliminated by Fault heißt. Wir konzentrieren uns wieder auf die nächste Runde. In der nächsten Zielfahrt jetzt die nächste Elimination. Zwei belgische Nationen. Das ist die Ellen von der Katzei und die Sauberin Katz natürlich. Und jetzt ist auch das Rennen für die Nummer 139 beendet und das ist die Laura van Ramthorpe. Official information for the 500 meter finals. The 500 meter finals will be take place at quarter past 10. Quarter past 10 there will be the 500 meter finals. Um 22.15 Uhr finden die 500 meter Finalläufe statt. Also die finden einfach ganz normal planmäßig statt. Ich wollte es nochmal für alle erwähnen, damit da keine Unsicherheit existiert. Noch 21 Runden, 21 laps to go und next lap elimination, next lap elimination. Fünf werden ja zum Schluss übrig bleiben, die dann um die 3 Medaillen kämpfen werden auf den letzten 2 Runden. Noch sind ein paar mehr am Rennen. Weiterhin hier die Läufer aus Portugal mit Problemen, das Ende des Feldes zu erreichen. Aber sie läuft jetzt hier an der Italienerin vorbei und auch Vanessa Lindner kommt jetzt hier in Probleme. Und es ist Zoll hier auf den Zielgeraden. Da ist nicht mehr so viel Platz dran. Und erwischt jetzt wahrscheinlich eine Portugiese. 1-4-0 von Portugal. 140, Dina Rodriguez. Dina Rodriguez, please stop, Dina Rodriguez. Und das war eigentlich eine, die ich sogar mit auf der Medaillenrechnung hatte, die vierte des Punktelaufes. Hatte hier einen Moment nicht aufgepasst. Junior B. Junior A-Man Elimination Race, please come to the area of call. Junior A-Man Elimination Race, please come to the area of call. 19 Runden, 19 laps to go. Und die Italiener hier schon an der letzten Position schon einige Runden lang mit Problemen. Die Nummer 133, die Agnes Kerry, muss jetzt hier auch abreißen lassen, sodass für Josie Hoffmann hier die Gefahr jetzt nicht mehr so groß ist, auch wenn sie am Ende des Feldes läuft. Bleibt nur zu hoffen, dass sie das dann auch dementsprechend mitbekommen. Elimination. Und die Sportlerin mit der Nummer 133. What will see up here the start in Italy, out of the race. Once again, Junior A, ma'am, elimination race, please come to the area of call. Second warning for 142, Amaya Faber, second warning, 142. Oh,
Gleich sind es noch 17 Runden, 17 Laps to go. Second warning for 142 Spain, 142 Amaya Faber, second warning. Und ich glaube, 13 Sportlerinnen jetzt noch am Rennen. Ah, sind noch 8 Ausscheidungsrunden, 8 müssen noch raus. Und die nächste dann schon jetzt gleich hier in der nächsten Runde. Und Josie Hoffmann jetzt hier am Ende des Feldes. Wir werden schauen, ob sie es nochmal schafft, nach vorne zu laufen. Ist ja immer schwierig, sich da nochmal zu motivieren, wenn man schon ein bisschen glatt ist, dann aber wieder zu sprinten. Aber sie schafft es hier, glaube ich. Und die Sportlerin aus Frankreich mit der Nummer 128 war jetzt nun ganz am Ende des Feldes. 1-2-8, Valdis Brunelier, Franz. Und sie weiß es schon und geht jetzt auch aus dem Rennen. Also noch 15 Runden im Ziel. Und so langsam aber sicher kommt er dann auch ins Ziel näher. Und wir sehen auch, dass das Feld sich hier deutlich dichtet. Jetzt die Läuferin aus Dänemark, die Elena Rigas im Führung. Sie hatte schon zwei Medaillen auf der Bahn gewonnen. Das waren die ersten Medaillen bei Europameisterschaften für Dänemark überhaupt. Doch, da gab es schon ein paar Medaillen, die Lue Schmidt-Brüder zum Beispiel. Ah ja, aber für die Damen auf jeden Fall. Das kann sein, richtig. Bei den Herren, die Lue Schmidt-Brüder haben da schon richtig zugelangt in den letzten Jahren. Und wiederum, Josie Hoffmann hier am Ende des Feldes, muss jetzt wieder den 136 warning, 136 Laura Brandolini warning, elimination. One. 4-1 Ana Oliveira, Portugal. 1-4-1 Ana Oliveira, Portugal. 1-4-1 Portugal, thank you. Ja, noch 13 Runden zu laufen. Wen haben wir noch dabei? Wir haben zwei Italienerinnen dabei, wir haben eine Französin noch, wir haben zweimal Belgien. Vanessa Dittmer ist hier noch im Rennen, auch zwei spanische Sportlerinnen, Josie Hoffmann ist noch im Rennen und die 138 aus Holland, das ist die Elsmieke van Maaren. Ja, und die drei Favoritinnen, Sandri Thaas, Deborah Marchand, Elena Rigas, sind auch noch dabei. Und vergessen wir auch nicht, dass auch Italien noch mit zwei Sportlern, wie gesagt, dabei ist. Laura Brandolini, Giulia Lollobrigida wollen sicherlich auch mit für die Medaillenkampf eingreifen. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten Ausstellung. Next Elimination. Und die Bilder gleichen sich wieder Josie Hoffmann. Ganz hinten muss jetzt wieder sich durchs Feld kämpfen. Und da trifft es diesmal wahrscheinlich die Elena Rigas. 1-2-2 out of the race. 1-2-2 Rigas, Denmark, please stop the race. Also die nächste kleine Überraschung. Die zwei Fahrer Bronzemedaillengewinner der Langstrecken auf der Bahn. Muss ja schon relativ zeitig aussteigen. Die hatten wir eigentlich weiter vorne. Gleich sind es noch 11 Runden, 11 Laps to go. Also 5 müssen wir raus. 5 Ausstellungsrunden haben wir noch. In der nächsten Runde die nächste. Next Lap Elimination, Next Lap Elimination. Ja, die Sportler gehen schon wieder zum U-Turn. Ganz am Ende des Feldes jetzt die Elsmieke van Maaren aus Holland. Und davor die Josie Hoffmann.
So, da gibt es wieder die Ausstellung Elimination. Und hier darf sich niemand mehr sicher fühlen. Was man daran sieht, dass jetzt gerade Alan van der Katzi ganz in Probleme gekommen ist. 118, Alan van der Katzi, Belgien. Und sie hat es mitbekommen, steigt jetzt hier sofort aus. Ja, damit verliert die Sandrin Thaas jetzt ihre Helferin. 189, please go to the area of call. 189, Junior A man, please come to the area of call. Es könnte ein kleines Zurück für die Italiener sein, die sind noch zu zweit. Denn die Deborah Marchand und auch die Sandrin Thaas jetzt ohne Helferin wieder unterwegs. Noch 9 Runden, 9 Laps zu go. Oliver Grove, please go to the area of call. Und es sind auch noch zwei Spanier, also die sicherlich auch noch hier aussehensreich. Haben sie ja auch bis jetzt sehr gut verkauft. Und jetzt die Elfmeek im Vermahren hier am Ende des Feldes mit einem Loch, so dass man davon ausgehen kann, dass sie jetzt hier nicht mehr um den Verbleib sprinten kann. Jürgen Hoffmann weiterhin am Ende des Feldes, macht es aber sehr clever, hält sich aus allen Positionskämpfen heraus, spart ab, um dann eben im entscheidenden Moment dann wieder anzutreten. Also jetzt hier am Ende des Feldes, Elfmeek van Maaren. So, 238, Elfmeek van Maaren, Netherlands, out of 1C6, Laura Brandolini, second warning. Second warning, Laura Brandolini. Und gleich sind es noch 7 Runden, 7 Laps to go. Das Feld wird immer kleiner. 8 Sportlerinnen noch dabei, also noch 3, die vorzeitig ausmüssen. Und die Vanessa Dittner jetzt hier im Turmgang. Also die einfachsten Plätze sind hier im Ausstand, sind dann meistens erstmal ganz vorn und ganz hinten. Da wird am wenigsten gekämpft. Laura Brandolini, second warning. Next lap elimination zur Runde Ausscheidung. Aber ganz vorne eben das Problem, dass man mitläuft. Ganz hinten das Problem, dass man den weitesten Weg hat, um nicht auszuscheiden. Josi Hoffmann wieder hier am Ende des Feldes. Wer ist inzwischen, wo sie da lang fahren muss, damit es zum Schluss nicht ganz hinten ist? Wir hoffen, dass es jetzt hier noch einmal schafft. Elimination. Isas Kulbaba from Spain. 144, Spain, please stop the race. Wenn das jetzt knapp ist, müssen Sie immer auf dem Video nachkontrolliert. Und bei diesem Modus ja, da nur alle 2 Rundausstellungen stattfindet, geht das Ganze ja auch. Second warning for Vanessa Dittner, 115, second warning. Und noch 5 Runden, 5 Laps to go. Second warning, Vanessa Dittner. Next lap elimination. Und zwar schon die vorletzte Ausscheidung. Und man sieht den Sportlern inzwischen deutlich die Anstrengung im Gesicht. Also da ist keiner mehr so richtig entspannt. Ja, und überraschenderweise am Ende des Feldes die Sandrin Thaas, aber die geht jetzt nach vorn. Und Josi Hoffmann hat ihren Stammplatz wieder. Jetzt ist natürlich bei jedem Sprint, wird es jetzt schwerer, weil vorne natürlich auch die Post abgeht. Ja, und da wird es jetzt ja ganz schwer.
Aber wiederum schafft es. 142 Amaya Faber Spain. 142 Amaya Faber Spain. Und da waren es nur noch 6. Ja, 2 Italienerinnen. Mit der Julia Lollobrigida und der Laura Brandolini, die Französin Deborah Marchand, die Deutsche Toni Hofmann, die Österreicherin Vanessa Bittner und die Belgierin Sandrita. Und so gut wie die Taktik jetzt bislang aufging für die Josi Hofmann, eine Medaille gewinnt man so natürlich nicht. Da muss man weiter nach vorne sich kämpfen im Feld und dann auch im entscheidenden Moment die Möglichkeit haben, wirklich anzugreifen. Ja, aber erst einmal heißt es, sich gegen die letzte Ausstellung zu behaupten. Next lap, the last elimination. Next lap, last elimination. Letzte Ausstellung. Wen von den 6 Sportlern, die ja noch im Rennen sind, wird es jetzt erwischen? Josi Hofmann und die Deutsche noch hinten, aber wir haben gesehen, ihre Taktik hier dann mit Schwung heraus aus der Kurve zu kommen. Ist sie jetzt aufgegangen. Aber hat jetzt relativ wenig Schwung. Jetzt muss ich schauen, dass sie die Italienerin hier im Griff hält. Und nee, das schafft sie sogar. Also, mal überraschende Taktikänderung und damit fällt die Italienerin hier raus. 1-3-6 out of the race, Laura Brandolini. Ja, die 5 werden jetzt das Rennen. Die Julia Lollobrigida aus Italien, die Deborah Marchand aus Frankreich, Josi Hofmann Deutschland, Vanessa Bittner Österreich und Sandrita aus Belgien. Also wirklich 5 Sportlerinnen aus 5 Nationen. Und das ist jetzt hier wirklich noch eine Kopfsache, weil alle hier wirklich schon sehr, sehr platt sind. Und es entscheidet jetzt hier derjenige, das Rennen für sich, der im Kopf noch am fittesten ist, der sich dafür entscheidet, den ersten Angriff zu machen und dann auch richtig durchzuziehen. Und der erste Angriff geht über Deborah Marchand. Sie probiert es hier, sie versucht einfach Vollgas durchzulaufen. Ja, zweite Sandrita, dritte die Julia Lollobrigida. Wird jetzt aber passieren von der Vanessa Bittner. Vanessa Bittner jetzt hier auf der dritten Position, Sandrita geht in Führung, Marchand auf der zweiten, Julia Lollobrigida nur noch auf der Platz, auf Platz 4, schafft es wahrscheinlich nicht mehr in den Medaillenkampf einzugreifen. Und so geht es auf die Ziele gerade, Marchand oder Sandrita, und es ist Sandrita. Und auf der zweiten Position, Deborah Marchand und die Sprinterin Vanessa Bittner kann auch im Langstreckenrennen über 20.000 Meter